Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir den Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X auf Karelien in ein 7x6er Gefecht mit dem chinesischen TD T34-2GFT. Das ist der 7er TD, zwei Gunmax da drauf. Ich schätze, so wie wir den Herbolzheimer kennen, ist auf dem Weg der dritten Gunmark, fährt hier auf den Hill drauf. Wir sind im Karelien im Angriffmodus. Wie gesagt, 7er, 6er Gefecht und wir haben hier 7, 7er, 8, 6er darunter, 4 Heavys, 4 mittlere Panzer, 4 TDs und dann haben wir 0 Lights und 3x die Arti. Tja, schön, schön. Munitionsverteilung hat er 17x AP dabei mit 390 Damage, 192 Durchschlag. Ich schätze, es ist wie die russische Kanone. Reloadzeit 7,88 sehen wir, Einzelzeit ist 2,9 Sekunden, 2,88. Also so, ne, runde bauen, aber eben gesagt, durch Ansetzer und Crew und sonst was ist es ja weniger. Ja, wir haben noch 11x Heat dabei als Premium-Munition mit 250 Durchschlag, 2x HE mit 530 Damage und 61 Durchschlag. Ja, 50 km/h fährt die Karre vorwärts, 16 km/h rückwärts. Ja, 5 Grad geht die Kanone nach unten, 15 nach oben, das ist ja auch vollkommen egal, 5 Grad nach unten. Und dann haben wir 360 Meter Sichtweite, deswegen fährt er hier auch in die Mitte der Map, um was aufzumachen. Wie hoch der Tarnwert ist, weiß ich jetzt im Moment nicht. Jedenfalls trifft er hier nichts an, das ist ja keine Leit. Oh, da macht er M44, die steht da, ist wohl AFK. Und jawohl, da gibt es Aufklärungsschaden. Ja, da wird wohl die gegnerische Art, die AFK sein und da ist ja auch raus. Da haben wir schon mal 315 Aufklärungsschaden. Ja, Kanone geht 12 Grad nach links und 12 Grad nach rechts. Ja, wie stark der TD ist, weiß ich selber nicht. Hab zwar den Premium davon, den 8er, so Hummel. Was haben wir da? Jawohl, der penetriert da erstmal schon mal den Eagle 7. 7er mittlerer Panzer, Premium Panzer, Amerikaner KV 122. Gleich der nächste Premium Panzer der Russen. T-150 steht dann noch Nummer 358 in den Eagle reingepumpt. 62 und Aufklärungsschaden, oder Unterstützungsschaden besser gesagt. Und die T-150 auch schön in die Seite. Ist sehr interessant, der steht hier vorne und kein Mensch ist da. So ein Gefecht möchte man haben. Und da ging schön in den Turm rein. Schöner Highroll. Ist über 1984 Damage schon mal. Der müsste auch reingegangen sein. Das noch VK3002D. Super Hackett tobt da hinten auch rum. Der Schuss ging leider vorbei, weil die Super Hackett rückwärts gefahren ist. 3:2 steht es. Und ja, tschüss, T150. So, jetzt ist er aufgegangen. KV-13 hinter ihm. Da fährt er hier erstmal in die Senke rein. Ja, Arti hält rein. So, jetzt. Oh, da bounced er an dem KV-13. Was will der denn jetzt hier? Bounced er nochmal. Das ist da nicht wahr. Und der KV-13 konnte ihn leider penetrieren. Naja, 155 geht der Kopf. Das Feld geht angebraust. Ja, da kriegt er von der Helke 241 gedrückt. Ja, kommt da? Nein, da reicht das nicht aus. 5 Grad. So, T-34-85 unterstützt ihn. Und die Arti nimmt die Helke raus. Wir sind bei 2237 Damage. 1423 Unterstützungsschaden. Und da gibt es gleich nochmal 20 dazu. KV 122 auch rausgegangen. 9:3 steht es. So, ich glaube, das ging in den T-34-85 rein hinter uns. Irgendwas schießt hier. So, da ist er auf. VK-3001P. Ja, 183 Hitpoints bleiben wir noch. Oh, da sperrt ihn der T-34-85. Das hätte schief gehen können.
Ja, eine Mission, ja, hat er wieder aktiviert. Ich schätze, das hat er schon. Jawohl, da trifft er den VK 301P und kriegt noch Unterstützungsschaden. Sind bei 3057 Damage, 1581 Unterstützungsschaden. Hier ist nochmal ein IKEA-Fahrzeug. Die IKV. Was ist das? 90. Muss ich mal gucken. 90B. Ja, ich da die Mission mal nachgucke. Wir sind ja schon bei 13:6. Ja, und da ist er abgelenkt. Auto eben drauf. Erster Schuss rein. Jetzt muss er aufpassen. Und jawohl. Da rammt er den IKV. Nur noch die Arti. Ja, Jagdpanzer 15, Triumph Richtung Objekt 260. Aber ich glaube, er hat die Mission nur aktiviert, weil das Objekt wird er wohl schon haben. Ja. 3.470 Damage, 1.603 Unterstützungsschaden. Ja, kleines Medkit, kleines Redkit, großer Feuerlöscher, Scherenfernrohr war da noch. Scherenfernrohr kam hier nicht zur Geltung, ja, weil keine Gegner da waren. Das Einzige, was er aufgemacht hat, war die M44, die AFK war am Anfang. Der Rest war alles in der Nähe. Der Angriff war erfolgreich. Und wir sehen auch gleich, kommen nochmal zwei Replays von den Herbolzheimer 79. Hat mir nochmal zweimal die Borast geschickt. Da ist hier AMX 13 F3. Und raus damit, zweiter Kill. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zur Auswertung des Angriffes. Ja, einfach mal frech sein. Ja, da fährt er einfach nach vorne. Ja, wenn die Gegner nicht da sind, ne, und die M44 ist AFK, naja. Und das hat er ganz gemeistert. Ne? Und dann haben wir hier das Panzerass, dann haben wir Speer, Schläger, Wirkungsfeuer, 60.036 Credits, XP kommen wir später. Großkaliber, denke ich mal, Teamscore. Und dann hat er 3770 Damage, 2 Kills, 1396 Basis-XP. Dritten Report, gehen wir ein, 15 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 10 Mal durchschlagen, 2237 Damage über 300 Meter. Unterstützungsschaden 3603. Ja, oder Aufklärungsschaden, je nachdem. Dann haben wir Distanz, ist er 1,72 Kilometer. Ist er geradeaus vom Hill rüber gefahren. Ja, dafür gab es 40.427 Credits. Und dann haben wir die absolute Repair und Munition. Bleibt ein Plus von 39.996. Spielzeit 6 Minuten 38. Nicht mal die Hälfte der Distanz. Und dann haben wir die Basis-XP plus Missionsbonus, also 4188 XP dazu, macht 6282 XP und 104 freie Erfahrung. Ja, schöne, schnelle Runde und wir sehen uns gleich bei den nächsten zwei Replays vielleicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal.